Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid bei Last of Us Part 2. Yo! Letztens war es ein bisschen heavy. Mal schauen, wie es heute laufen wird. Wir durften Joe treffen, der gefangen wurde mit Tommy. Und wir haben herausgefunden, dass Abby nicht ganz koscher ist. So, und jetzt spielen wir gerade Ellie. Mal schauen, was draus wird. Hopp. Oh, sehr schön. Ich habe was gehört. Joel? Tommy? Da kommt sicher gleich irgendwo ein Infizierter rausgehüpft, der mich schreckt. Bitte schreck mich nicht. Okay. Alles okay. Alles okay. Redst du nur ein? Hilft sicher, wenn du es dir einredst. Ich glaube nicht, dass alles okay ist. Ah, hier können wir durch. Oh, da ist das. Joe? Tommy? Du solltest vielleicht nicht schreien. Was ist denn das da oben? Lol. Ich glaube, das da oben ist ein Reh. Oder? Nee, lol, das ist unser Pferd. Verflucht. Ist voll, okay. Wo kommt das her? Überall liegt Munition. Die müssen ja echt gut Muni haben. Wenn die hier überall Munition rumliegen lassen können. Ja, von da unten. Das ist sicher nicht Joe, das ist sicher Tommy. Der da so schreit und wimmert. Joe. Hey, ist da sonst niemand oder wie? Das ist irgendwie nicht normal, wenn da keiner ist. Ich dachte, ich muss hier richtig übelst durchfighten. Fuck. Ja, fuck. Ja, grunzt nicht so viel. Ich muss die Wohnung trotzdem durchschauen. Wenn es ausschaut, ist da einfach nichts. Hier scheint echt nichts zu sein. Das ist irgendwie verstörend. Oh, hier haben sie gepennt.
Ey, nicht einmal da, wo sie gepennt haben, liegt noch Zeug. Okay. Also, sie lassen im ersten Raum Munition liegen, aber sonst im also ganz andere Haus ist blanko. Warum schiebt niemand draußen Wache? Ihr dacht nicht, dass hier jemand aufkommt. Was habt ihr bitte erwartet? Wir müssen hier raus, bevor noch die ganze Stadt antanzt. Das war's mit dir. Wir wollen dasselbe, stimmt's? Töte ihn. Jetzt. Joe, steh auf. Steh verdammt nochmal auf. Hört bitte auf! Bitte tu das nicht! Joe, bitte steh auf! Ah! Nein! Schmoren der Hölle! Ich bringe euch um! Nein! Ich bring euch um! Kann ich mich setzen? Ja. Marie will sicherstellen, dass du isst. Sie kann uns nicht aufhalten. Bei den Leuten, die wir bräuchten, um das durchzuziehen, wäre Jackson lange wehrlos.
Sie sollen also damit davonkommen? Das will niemand. Ja, aber genau das wird passieren. Und wenn wir wieder auf Jäger treffen? Ist das deine Sorge oder ihre? Die Sorge ist berechtigt. Wenn es um uns ginge, wäre Joel schon längst auf dem Weg nach Seattle. Wäre er nicht. Verdammt, auf jeden Fall wäre er das. Wir wissen doch noch nicht mal, ob sie aus Seattle sind. Washington Liberation Front. Genau das stand doch auf ihren Aufnähern. Und wenn die Jacken gestohlen waren? Das ist... Was, wenn sie längst nicht mehr dort sind? Was soll der Scheiß? Weißt du was? Ich gehe morgen los. Und wenn du mitkommen willst, gut. Du hast keine Ahnung, was dich dort erwartet. Du weißt nicht, wie groß die Gruppe ist, wie stark. Ist mir egal. Du kannst mich nicht umstimmen. Gib mir einen Tag. Ich rede mit Maria. Okay? Sie muss einfach ein paar Leute abstellen. Und wenn das nicht klappt? Tja, dann werde ich mir was überlegen. Ein Tag. Bitte. Gut. Ich möchte zu seinem Haus, bevor wir gehen. Um etwas von dort mitzunehmen. Okay. Ich konnte nicht zu den Pferden. Anscheinend hat Tommy eins genommen. Jetzt hat Maria die Stelle abschließen lassen. Scheiß Tommy. Unterwegs fällt uns schon noch was ein. Ein Auto oder ein Pferd oder so. Okay. Das macht den Weg nach Seattle schwieriger. Dann wird's eben schwieriger. Du kannst es dir noch überlegen, weißt du? Ich weiß. Ich möchte nur nicht, dass du dich verpflichtet fühlst. Ellie. Wenn du gehst, gehe ich auch. Keine Diskussion. Musst du deinen Rucksack holen? Den habe ich bei den Osttoren versteckt. Ich dachte, da schlüpfen wir raus. Oh Mann.
Okay, das heißt also, Tommy ist vorher abgehauen, um wahrscheinlich das zu erledigen, was sie jetzt erledigen will. Das wird doch lustig werden. Aber dass sie Joel sterben lassen, wow. Boah, ey, wie viele Blumen da liegen. Joel war echt beliebt. Und das, obwohl er so ruppig war. Hey. Was brauchst du? Ich hol's dir. Ich will's machen. Okay. Ich bin okay. Komm. Ich warte hier unten. Danke. Okidoki. Der hat ein schönes Haus. Oder er hatte ein schönes Haus. Wasserkocher. Coole Eule. Dachte, sie sagt noch etwas. Okay, sie kritzelt dafür was in diese Buchlein. Okay, sie kritzelt da nur eine Eule rein. Okay. Wow! Sagtest du, du wartest unten? Okay, das ist zwar immer unten, aber ich dachte nicht, dass du hinterherläufst. Ich weiß, dass es hier safe sein sollte, aber da geht einem doch die Düse. Oh, ein Buch. Oder ein Akta? Lol. Okay. Dino Nychus. Das war ein guter Tag. Reis der Vergangenheit. Dino Nychus. Oh, ein Bild von ihm gezeichnet. Oh, von Ellie. Das sind wir gut gezeichnet. So, dann ab in den ersten Stock. Ich glaube, hier haben wir jetzt alles gesehen. Schauen wir mal in den ersten Raum. Oh, Schnitzereien. Oh, das Safe ausgeräumt. War das Tommy? Oh, Joel hat geschnitzt. Coole Schnitzerei. Die ist wirklich cool. Oh, Gitarren hat auch versucht zu bauen. Oder hat angefangen, sie zu bauen, sagen wir so. All die Versprechen bei Sonnenuntergang. Ich habe sie ernst gemeint. Genau wie alle anderen. Oh.
Okay, ich revidiere, er hat Gitarren gebaut und nicht nur angefangen. Was braucht sie wohl hier? Seine Lederjacke will sie. Oder wie? Hat der die nicht an? Die muss dann doch blutüberströmt sein. Oh. Joel und seine Kleine. Können wir nichts öffnen? Okay. So, hier ist eine Kiste, die ist aber zu offensichtlich. Das heißt, wir gehen also mal hier rein. Okay, pfui. Da, den Rucksack, nimm ihn doch mit, der ist cool. Oh, da halt nicht. Oh, das ist ganz schön materialisiert. Ich glaube, die geht nicht mehr. Die Knarre wollt sie? Okay. Das ist die Frage, wollte sie die Uhr oder die Knarre? Alles okay? Ja, nur komm einfach runter. Wer erwartete mich denn da? Hallo Maria. Maria, ich bin unterwegs nach Seattle. Ich kann es nicht auf sich beruhen lassen. Diese Leute müssen bestraft werden. Ellie wird mir folgen wollen. Bitte halte sie auf. Nimm ihre Waffen. Schließ die Pferde ein. Oder schließ sie ein. Verschaff mir die Zeit, das zu beenden. Ich liebe dich, Tommy. Er wird da draußen sterben. Er hätte mich mitnehmen sollen. Du hättest Leute abstellen sollen, die die Wichser jagen. Ich wünschte, ich könnte. Willst du mich jetzt hier einsperren? Ich will, dass du hier bleibst. Das wird auf keinen Fall passieren. Ich will, dass du hier bleibst, aber ich weiß es besser. Du begleitest sie? Ja. Ihr wollt euch also einfach wegschleichen. Ja. Zu Fuß? Die Stallleute werden euch rauslassen mit den Pferden. Und nehmt Munition mit. Danke, Maria. Nur tut mir einen Gefallen. Und bringt meinen idiotischen Mann heil zurück, bitte. Na klar.
Los mit euch, bevor es dunkel wird. Yes, ma'am. Seattle, Tag 1. Dieser Hunter war auf ihm und drückte ihn runter und Joel kam nicht an seine Waffe ran. Krass. Hattest du Angst? Tja, ich dachte gar nicht nach. Ich rannte hin, griff die Waffe und schoss dem Kerl in den Kopf. Wie alt warst du? 14. Wann hast du zum ersten Mal jemanden getötet? Du meinst Infizierte? Nein, gesunde, nicht infizierte Personen. Mit 10? Wow. Was ist passiert? Ein Typ griff meine Mom an. Ich erstach ihn. Krass. Du hast gewonnen. Ja, ich bin echt knallhart. Wie verirrt sind wir? Gar nicht. Mhm. Hey, hab mal Vertrauen. Was ist mit diesen irren Kannibalen, auf die Joel und du getroffen seid? Sie haben euch mal verfolgt. Vielleicht gehören diese WLFs ja zu denen. Nein. Das war nicht die gleiche Gruppe. Vielleicht diese Schwarzmarktschmuggler aus Boston? Dina, Joel hatte viele Feinde. Es ist auch sinnlos zu spekulieren. Okay. Zumindest, bis wir mehr Informationen haben. Da hat sie nicht ganz unrecht. Joe war sympathisch, aber er war auch ein Arsch. Ich höre die ganze Zeit was platscheln. Will ich sagen, ich glaube, wir sind extrem verirrt. Oder zumindest bin ich's. Da rannte gerade unser Abendessen. Das Abendessen von den anderen. Ich glaube, es wird gleich heftig. Ja, wir kommen näher. Wir sollten gut aufpassen. Alles klar. Halte zum Galoppieren gedrückt. Ja. Aber will ich das jetzt da galoppieren? Sind wir. Ich lag wohl falsch. Du weißt also doch, wo du hinreitest. Danke. Wow. Da sieht man nicht mehr, dass das mal eine Straße war.
Also, nicht mehr wirklich. Wir müssen mit der Rasen gemäht werden. Also ich würde jetzt sagen, dort sehe ich Bäume, dort sehe ich nichts, dort sehe ich, ist das ein Gebäude? Ich glaube, das ist ein Gebäude. Ja. Hütscholl Jumper, ich weiß nämlich nicht mehr, wie du heißt. Ja, das ist ein Gebäude. Momentchen. In dem Gebäude muss was sein. Ja. Alk. Alk, Wasser, was auch immer. Was ist denn? Ah. Ja. Eine Karte. The Starfire Cats. The Starfire Cats. Echte Namen. Emiro und Sora Hoshi. Intelligenz 60. Muskelkraft 60. Zugehörigkeit Society of Champions. Als die 14 Jahre alten Zwillinge Emiro und Sora Hoshi einen Meteoriten in den Wäldern vor Kyoto fanden und ihn berührten, erlangten sie beide die Kraft der Astrokinese, die Fähigkeit, Sternenlicht in Energie umzuwandeln. Sie wurden daraufhin von der Society of Champions in Gewahrsam genommen und der Sarakta unterwies sie darin, ihre Kraft gefahrlos und weise einzusetzen. Seine übertriebene, besorgte Art vertrieb die Zwillinge schließlich jedoch. Jetzt leben sie auf der Straße und versuchen allein dem Sinn und Zweck ihrer Kräfte auf den Grund zu kommen. Helden. Okay, das sind also gute. Gute sind immer gut. Eine Schublade. Oh, Bingo. Karte. Seattle ist verdammt groß. Willkommen in Seattle. Was? Die kann ich wenden? Okay. Zentrum von Seattle. Die wird gute Dienste leisten. Pack die hier ein, Mädel. Kühlschrank brauchen wir nicht. War was Gutes da drin? Hier ist eine alte Touristenkarte. Tja, das ist doch was. Ja, für dich auch. Ups. Komm, Joy Jumper. Ich habe kein Schimmer, wo ich hin muss. Sieht verlassen aus. Ja. Unsere Possen sind auch nie zu sehen. Ich weiß. Und das macht mir Angst. Ups. Da war ein Baum. Also ich habe keinen Schimmer, ob das wirklich der Weg ist, aber ich hoffe es einfach mal. Man muss schon sagen, es ist gut gemacht, so nicht geradlinig. Wow, ist das die Quarantänezone? Yep. Schau mal nach oben. Oh.
Also, es ist echt gut gemacht, also nicht so geradlinig, aber trotzdem irgendwie so, du wirst immer auf den Weg hingewiesen, irgendwie. Also ich glaube kaum, dass ich hier was finde, aber okay. Federal Stage of Infection. Gelesen. Federal Stufe der Infektion. Infektionsstufe 1. Der Cordyceps hat die motorischen Funktionen des Opfers übernommen. Schnell und wendig. Infizierte der Stufe 1 sind gewöhnlich in Gruppen unterwegs. Nicht überrennen lassen. Okay. Infektionsstufe 2. Nutzt die Umgebung zum Verstecken und Angreifen der Opfer aus dem Hinterhalt. Greift oft von der Seite oder von hinten an. Mit Vorsicht nähern und Umgebung überprüfen. Infektionsstufe 3. Völlig blind, aber scharfes Gehör. Spürt Beute mit Hilfe von Echoortung auf. Auf Abstand bleiben. Stufe 3 Infizierte sind für ihre heftigen Angriffe bekannt und sind extrem tödlich. Infektionsstufe 4. Seltene, aber gefährliche Weiterentwicklung der Infizierten der Stufe 3. Unglaublich stark. Können säurehaltige Geschosse abschleudern. Nicht angreifen, wenn nicht absolut unumgänglich. Okay. Also Laufer, Klicker und fürchterlich. Toll, leer, danke. Ernsthaft? Fieslinge. Hast du was gesagt? Ich glaube nicht, oder? Sind das Käfige? Arrestzellen. Wie bei den Soldaten in Boston. Alter, echt heavy. War klar, nichts. Da würde ich sagen, schauen wir mal hier rein, hä? War ja nicht anders zu erwarten, oder? War was Gutes da drin? Ziemlich leergefegt. War was Gutes da drin, ja. Ein Wörtchen mit X, das war wohl nix. Der gleiche schrieb? Nee. Wenn du zum Tor kommst, such einen Soldaten namens Kyran. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Dann gib ihm das Kilo und er wird dich reinlassen. Viel Glück. Das Kilo? Was denn für ein Kilo? Weiß? Also weißes Pulver? Gepresst? Der lacht mich irgendwie an, ich weiß nicht wieso. Oh, Hallöchen, Hammer.
Boah, ey, Pferd, komm nicht um die Ecke. Willst du unbedingt einen auf die Fresse kriegen? Wie wechselt man dann da jetzt zum Hammer? Ah, den wechselt sie wahrscheinlich gar nicht, oder? Automatisch. Ja, den nimmt sie automatisch. Okay. Gut, also mit der Faust müssen wir jetzt mal nicht mit zuschlagen. Jetzt haben wir den Hammer. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier rein, hä? Was hast du denn Schönes in deinen Büchern eingetragen? Komm, zeig Mädchen. Das ist aber viel, was du da eingetragen hast. Das ist richtig viel, was du da eingetragen hast. Okay, Leute, dann lesen wir mal eine Runde. Lesen. Itao, falls Dina, hat heute 3 Hasen gefangen. Ihre Schwester hat ihr mal gezeigt, wie man diese speziellen Fallen baut. Sie sind echt effektiv. Ich habe immer noch keinen Appetit. Ich muss mich zum Essen zwingen. Twins Falls. Wir haben einen Lagerplatz an der Autobahn entdeckt. Wenn das Tommys war, ist er uns vermutlich nur einen Tag voraus. Wir nähern uns Boise, keine Ahnung. Dina möchte auf keinen Fall durch die Stadt, aber ich will keinen Umweg machen, der uns 2 Tage kostet. Diese Jäger wollten uns überfallen. Die Arschlöcher hatten keine Chance gegen uns. Wir haben nach Vorräten gesucht und ich habe Dina angesehen. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass sie mitgekommen ist. Ich liebe sie wirklich. Baker City. Heute haben wir eine Herde Wildpferde gesehen. Sie waren scheu, bis Dina sie mit ein paar Früchten angelockt hat, die wir gefunden hatten. Danach sind sie uns eine Weile gefolgt. Ich wünschte, ich hätte eine Kamera. Ich habe sie noch nie so lächeln gesehen. Mindestens einen halben Tag lang habe ich nicht an die WLF oder Joel gedacht. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen deswegen. Ich kann nicht schlafen. Ich sehe ihn andauernd vor mir. Seinen Kopf. Dina scheint krank zu sein. Ich glaube, sie hat sich erkältet. Es ist beruhigend, wenn sie neben mir liegt. Ich möchte ihr gerne eine Freude machen. Yakima, wir haben wieder einen Lagerplatz an der Autobahn entdeckt. Vielleicht war das nicht Tommy, aber wir haben seit 2 Wochen keine anderen Leute gesehen. Also Daumen drücken. Eindringlinge werden sofort getötet. Wie viele seid ihr? Wie viele habt ihr getötet? Okay. Der Spruch kommt mir von einer Serie sehr bekannt vor, die mit Zombies zu tun hat. Da sagt es auch einer und fragt es ein paar Mal. Ich glaube, ihr wisst, welche ich meine. WLF. Eindringlinge werden sofort getötet. Okay. Kann man da vielleicht anklopfen? Nö. So, jetzt ist die Frage, wie kommen... Siehst du einen Weg rein? Ellie, was ist mit dem Dach da drüben? Aha. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Oh Mann, die armen Typen. Wo schnaufst du so, Mädel? Andere Frage. Wo bist du, Mädel? Ich höre dich nur kraxeln. Hä? Ellie, was ist hiermit? Ich glaube, ich bin aufs falsche Gebäude gekraxelt. Könnte das sein? Ich komme wieder runter. Nein, so wollte ich nicht runter. Geh ganz gechillt runter, Mädelchen.
Ah, hier. Hopp. Und hopp. Und hopp. Sehr schön. Laufen, 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 laufen. Huhuhu. Nein, was tust du denn? Moment. Da leuchtet was. Oh, hallo. Ah, hat sich gelohnt. Und ja, hier kommen wir rein. Komm. Dina, hilf mir hier hoch. Okay. Ja, Dina, komm, hilf. Und hopp. Ich halte die Augen offen. Versuch das Tor von der anderen Seite zu öffnen. Klingt gut. Yes, ma'am. Okay. Da an der Wand. Oh, Kacke. Okay. Nicht runterfallen und nicht runtersehen. Komm, geh runter da. Nicht rum. Wow. Steh doch nicht so kompliziert auf, Mädel. Oh, nochmal eine Sprungaktion, okay. Und. Fuck. Alles gut. War nur echt knapp. Bisschen. Hallo, Seattle. Ja, Leute, Seattle sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Wie es weiter aussieht, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Bye.